Erinnerung. Oh Gott, bin ich weiß jetzt. Der ganze Bildschirm ist hell erleuchtet. Sie sagte, Monster aus dem Wald hätten sie vor dem Dorf angegriffen. Oh, die hat grüne... hallo, wir können Ciri spielen. Wenn du als Cirilla spielst, hast du keinen Zugriff auf das Inventar und kannst keine Zeichen wirken. Okay. Oh, das war knapp. Ich muss hier weg. Coole. Guck mal, die hat coole grüne Augen. Die gefallen mir sogar noch besser als Geralds. Grüne Augen hätte ich auch gerne. Fett. Ich kann nicht ins Inventar und ich kann keinen Zauber wirken. Das finde ich ganz schön gemein und ich muss bestimmt eigentlich auch überhaupt nichts sammeln. Ich muss trotzdem. Zumindest ein bisschen. Da müsste man hin. Ach nee. Sie braucht Hilfe. Wow, was? Was macht die denn? Wow, 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 Himmel. Ich weiß nur nicht. Ich muss da irgendwas können. Schlecht. Bestimmt eh nur eine Finte da oben. Kannst wieder runterkommen. Das ist ein echtes kleines Kind. Ist vielleicht auch die Wasserhexe. Könnte es auch sein. Hallo. Hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Ja, ich auch. Ja. Aber auch nur ein bisschen. Du meinst, du weißt, wo es lang geht? Nicht ganz. Noch nicht. Aber zusammen finden wir den Weg bestimmt. Was ist dir denn passiert? Das? Ist gar nichts. Was machst du denn hier? Wo wohnst du? Wie bist du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Also das mit dem süßen Pfad hatten wir schon mal gehört. Das hat irgendeiner so nebenbei im Dorf erwähnt gehabt. Meint ihr, die schicken da ihre Kinder in den Wald, damit die von Wölfen gefressen werden? Oder ist das wirklich ein süßer Pfad, wo Kinder was zu essen kriegen? Verstehe ich halt nicht so ganz. So hundertprozentig bin ich mir da auch nicht sicher. Weißt du noch, wie du nach Hause kommst? Warum dem süßen Pfad folgen? Das frage ich erstmal. Warum wollte dein Vater, dass du dem süßen Pfad folgst? Weil wir nichts mehr zum Frühstück hatten. Verstehe ich nicht. Ich war böse. Hab den Milchkrug zerbrochen. Deine Eltern waren wohl wütend. Mutter fand, ich sollte Haue kriegen. Aber Vater sagt, es gibt sowieso zu viele Mäuler zu stopfen. Mich zum süßen Pfad zu schicken, wäre die Lösung. Du und dein Vater. Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh. Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken. Dann müssen wir nach Osten. Komm, ich bring dich heim. Und ich sag deinen Eltern, dass sie keine Kinder im Wald verlieren dürfen. Wir können nicht heim. Der Wolfskönig und sein Rudel. Keine Angst, ich beschütze dich, der Wolfskönig. Wölfe haben keinen König. Diese schon. Hast du ihn gesehen? Ja. Naja, von hinter einem Baum. Er war riesig, mit großen Augen und Zähnen. Und er war schrecklich fürchterlich. Keine Angst, ich beschütze Schau, dich. Schau, was ich auf dem Rücken habe. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helf dir hoch. Hm. Ja, gucken. Wir müssen jetzt bestimmt noch eine Weile kämpfen und den bösen Wolfskönig töten.
Mit ihr meine ich jetzt. Ciris Geschichte, der Wolfskönig. Folge Kretka. Sie ist auch noch fast so ähnlich wie Gretel. Sag ich doch, das ist bestimmt so eine Art, kinderlos zu werden, wenn schnell, die, dass die hier gefressen werden von den Wölfen einfach. Oh Gott, ey. War zu viele, das sind einfach zu viele, ne? Ich will das auch können, was sie kann. Dieses Wusch, Wusch. Ziggy Flash. Oh oh, Fiege. Und sie regeneriert von alleine Leben. Endlich mal was Gutes. Da kann ich hier eine Weile rumzappen und einfach mal Leben regenerieren. Ich weiß nur nicht, was sie da oben kann. Nö, sie kann keinen Zauber unten mischen. Okay. Vielleicht später. Okay, ein Hammer. Zack, zack, zack. Komm! Weg! Er tritt die Miststücke. So! Das Fight, Alter. Wirklich eine Art Opfergabe. Jetzt rauskommen. Mann, hast du Mut. Das könnte nicht mal mein Vater. Meiner könnte noch viel mehr. Komm. Ach, sie... Nee, Ciri ist doch die Tochter von dem... König oder von diesem Grafen, der uns beauftragt hat, sie zu holen, oder nicht? Sie ist ja noch nicht die Tochter vom Hexer, oder? Höchstens... Nee. Das ist nur unser Mündel. Ist sie doch. Also wir haben sie erzogen, ja, aber sie ist nicht unsere Tochter direkt. Okay, nee, Opfergabe würde ich nicht denken, weil wenn die einfach mal beschließen, hier das Kind loszuschicken, dann ist das kein Opfer, weil ein Opfer wird vorbereitet quasi. Wird auserwählt. Schau mal! Glaube ich. Da ist etwas! Bleib hier! Geh nicht weiter! Aber... Nichts aber, bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Die Menschen hier werden definitiv ziemlich sehr zerrupft, immer. Augen, Kopf, Brust, Beine, Bein vor allem, Augen. Hm. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Kopf. Lippen geöffnet, geschwollen, Zunge zerbissen, große Schmerzen vor dem Tod. Brust. Oh, Brust zerschmettert, Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Hm, okay. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Okay, könnte ein Werwolf schon wieder sein, wisst ihr das? Bein? Hm. Das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg. Was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Bauch. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum wühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Fassen wir zusammen. Den rekapitulieren wir. Gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Siehste, hab ich recht. Was ist mit ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Klar. Ist über einen Stein gestolpert. Der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl?
so, wie wir es aus Rapssamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig, Wolfsbarn, Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Du, bei dem musste sie ja immer die ganzen Bücher lesen. So viele. Hallo, Hardy. Ja, ich spiele. Ich wollte unbedingt weiter Witcher spielen, deswegen spiele ich hier gerade. Ganz spontan heute. Doch, tut mir leid. Und ja, ich habe gehört, dass du mir geschrieben hast. Ich habe nicht darauf reagiert, weil im Spiel ist es immer doof. Ich unterbreche mal ganz kurz das Spiel, zu lesen, was mir da jemand bei League of Legends geschrieben hat. Nee. Hörst du? Hilfe! Schon wieder? Das ist ja verrückt. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Drecksviecher. Oh, zu viele. Aber eben die habe ich ja auch gekriegt. Ich muss immer nur mal einmal einen treffen und nach den Energie abziehen. So, den habe ich. Nein, jetzt bin ich tot. Nein, verdammt. Letzten Spielstand laden. Leider habe ich es nicht geschafft. Mal wieder. Es ist aber auch nicht einfach. Nicht, dass ihr denkt, ich wäre der übelste Noob und könnte die Spiele nicht. Es ist wirklich verdammt schwer auf dieser Schwierigkeitsstufe. Die ist viel zu rosa im Gesicht für diese Haarfarbe. Findest du, welche Haarfarbe soll sie stattdessen haben? Nein, sie ist auch eine Hexerin. Deswegen muss sie diese Haare haben, dachte ich. Die haben doch alle graue Haare. Grau-weiße. Ist das mehr weiß oder ist das mehr grau? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, weißt du? Weißt du? Okay, genug. Wortspiele. Versteck dich, rasch. Ich finde, die sieht damit gar nicht schlecht aus, auch wenn sie ein bisschen rosa ist. Wie du sagst. Dafür hat sie ja diese grünen Augen, die dann nochmal so einen krassen Kontrast setzen. Komm schon. Oh, jetzt sind schon mal zwei los. Und drei Würfel sind ja nicht mehr. Sind nur noch ein kleiner Katzensprung zum Sieg. So. Auch noch klein. Okay, ich denke mal, jetzt muss ich hier sammeln. Du kannst rauskommen. Die hast du aber zugerichtet. Tot. Aber ein Schwein hier? Dann muss es in der Nähe eine Siedlung geben. Grüne Augen habe ich auch, trotzdem bin ich nicht rosa im Gesicht. Die ist doch gar nicht rosa. Das ist ja gut. Die ist halt nicht bleich, weißt du? Die hat halt einen rötlicheren Hautton. Schicken Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Manchmal die Kinder, manchmal gehen... Hm. Der Bauch ist voller Blut. Von Klauen aufgerissen. Das waren keine Wölfe. Mist, ich unterbreche die Kleine immer, wenn ich hier sammle. Wollte mir gerade irgendwas erzählen. Dass die Eltern manchmal selber gehen, glaube ich. Das würde sie sagen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja wirklich was zu essen auf dem süßen Pfad und ich interpretiere da bloß zu viel rein. Der süße Pfad. Das ist bei Rewe die Süßigkeitenabteilung. Ein bisschen Schokolade. Passt, Nikos. Hier lang! Durch die Höhle! Geh voran! Ein bisschen Nuka-Cola, bitte. Oh, eine Höhle, natürlich. Da sollten wir sofort rein mit diesem kleinen Mädchen. Oh, ich habe Hundepetersilie gesammelt. Ich guck mal kurz, ob hier noch mehr ist. Da ist nämlich noch irgendwas Blaues. Ich sehe nochmal Hundepetersilie. Das hier ist, glaube ich, welche, oder? Ja. Okay, jetzt können wir was mixen. So, jetzt habe ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Deine Haare brennen gut. Bestimmt.
So hat sie die gerade angeguckt. Was machst du da? Ich fette meine Klinge ein. So. Mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. Dann wollen wir mal gucken. Was ich ja nicht mag an Videospielen, und es ist leider so, wie die synchronisiert werden. Auch wenn die normal synchronisiert werden, dass die Sprecher sehen nie, wie die Figuren zu dem, was die Sprecher sagen sollen, agieren. Das heißt, es wird immer aufgenommen, ohne dass die Sprecher ein Bild haben. Deswegen klingt das, wie das kleine Mädchen spricht, irgendwie total unpassend zu dieser Situation. Weil die Sprecherin hat einfach nur das gesagt, was auf dem Zettel steht. Anstatt da vielleicht so ein bisschen Angst noch reinzulegen. Es passt irgendwie nicht so zu dem Mädchen. Siri ist es schon ein bisschen besser. Vermutlich, weil es eine Hauptsprecherin ist, dass sie sich da ein bisschen mehr Mühe gibt. Aber so eine kleine Nebenrolle hier, naja. Würdest du bitte, muss ich denn hier vorrennen? Also du könntest dich ruhig mal ein bisschen beeilen. Du Girl. Au. Jetzt können wir in die Höhle. Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Oh oh, da ist der Werwolf. Vielleicht ist es ja der Werwolf. Nee, hey, dann wäre der ja tot. Dann wäre der ja kein Werwolf gewesen. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja, versteck dich. Ist ein Hübscher. Okay, wie benutze ich jetzt das? Ist das schon an ihrem Schwert jetzt dran? Boah. Alter. Ich wünschte, ich hätte so viel Schaden bei dem anderen Werwolf machen können. Zack, tot. Easy. Und der Arm ist ab, natürlich. Viel zu einfach. Dem hast du's. Die ist schon ganz schön hochgelevelt, glaube ich. So was habe ich noch nie gesehen. Gretka, du kannst rauskommen. Na komm. Wir müssen zum Dorf. Wir haben im Wald eine Leiche gefunden. Ich sage jetzt mal, das ist eine Leiche. Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren... Die Kleine. Keine Details. Wir müssen zum Dorf, genau. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch... Mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön, bring uns zu deinem Herrn. Gute Idee. Jetzt bist du mir auch langsam wieder in der Geschichte bei unserem Geralt ankommen. Mal wieder zurück. Ja, es lädt. Wenn es lädt, dann denke ich, ist es jetzt hier vorbei. Obwohl es echt cool ist, die zu spielen, vor allem mit dem Rumjumpen, das kann Geralt nicht. Der könnte sich da ruhig mal eine Scheibe von abschneiden. Wie von diesem Käse. Ach ne, wir sind immer noch bei Siri. Nom 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 nom. Boah, die Frisur. Ehrlich. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter! Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt! Ich kenne doch mein Kind! Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde! Sonst werde ich die Hunde loslassen. Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke, ich... Tsch, iss jetzt.
Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Der führt doch was im Schilde. Ja, ja, oder er erzählt die Geschichte, ja. Vielleicht erzählt er das quasi gerade nur so in dieser Geschichte, dass er so nett war. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Ich weiß, was du willst. Sag's mir, es ist wichtig, rede. Ich muss sie finden, verstehst du? Ich brauche jede noch so kleine Information. Verstehe. Aber du musst wissen, meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Okay, ich denke, das ist fair, oder? Und wenn ich ablehne? Nö, ich sag abgemacht. Gut, ich helfe dir. Ich suche deine Familie, dem jetzt auch aber dann mal. Rückst du mit allem raus, was du weißt. Mein Wort darauf. Okay, Mann, vielleicht sind sie auch vor ihm geflohen. Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Die Flucht ergriffen vor ihm. Ich brauche mehr Informationen. Hast du gesucht? Wie sehen sie aus? Hast du gesucht, frage ich. Hast du sie schon gesucht? Ich habe sofort Männer losgeschickt. Bodenbretter rausreißen, um versteckte Kornsäcke zu suchen, können sie wohl. Nach lebendigen Menschen suchen ist eine andere Sache. Außerdem, Velen besteht nur aus Sumpf und Wald. Nichts als Schlupfwinkel. Wenn man jemanden verstecken will, ist man hier goldrichtig. Gut zu wissen. Habt ihr Feinde? Vielleicht wurden sie entführt. Habt ihr Feinde? Höchstens taugenichtse und wütende Bauern. Niemand würde sich trauen, auch nur einen Finger gegen uns zu erheben. Wer das getan hätte, läge schon lange im Staub. Okay. Gab es in letzter Zeit was Ungewöhnliches? Gab's was Ungewöhnliches, ehe sie verschwanden? Änderungen im Verhalten? Seltsame Aktionen? Ungewöhnlich? Nein. Ein paar Bauern klagten, dass eine Frau beim Brunnen von einer Bestie zerrissen wurde. Das war schon die zweite. Nichts Neues für Velen. Und meine Frauen? Anna war still wie immer. Tamara war mit ihrem Kram beschäftigt. Auch wie immer. Der weiß ja echt viel über seine Familie. Und haben deine Männer sie jemals belästigt? Dieser Ort muss schwierig sein, wenn es sonst keine Frauen gibt. Dieser Ort? Was soll das heißen? Es hat ihnen an nichts gefehlt. Fasan zum Abendessen, blaue Schleifen aus Toussaint, alles, was sie wollten. Ich dachte an deine Männer. Die haben deinen Frauen auch wirklich nicht zugesetzt? Sie sind allesamt Hurensöhne, aber sie wissen, was sich gehört. Sehe einer meiner Frauen auch nur schief an, würde ich ihn schlachten wie einen Hund. Okay, ich brauche mehr Informationen. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Echt mal. Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Dann wollen wir mal wieder Detektiv spielen. Hi. Wenn du Öle auf dein Schwert aufträgst, wird dadurch der bei einem bestimmten Gegnertyp... Okay, also ich kann... Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirsch... Tamara Strenger, Anna Strenger. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist die Tür auf. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Okay. Dann gucken wir uns mal ein bisschen um. Hier haben wir einen... Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Ob uns das wirklich weiterbringt, weiß ich nicht. Wir gucken einfach mal weiter.
Also die gelben Sachen sind ja immer nur Sachen, die ich aufsammeln kann. Deswegen, da könnte ich höchstens was klauen. Kästchen, nee. Kriege ich nur Ärger, wenn ich hier jetzt was mitnehme. Oh, hier hat was vibriert. Dort die Blumenvase. Schmidt-Blumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Ja, vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht findet man die beiden ja. Vielleicht sind es auch noch nette Menschen. Die haben aber ein schönes Zimmer, oder? Ich wünsche, ich hätte so ein Zimmer. Guck mal, wie groß und geräumig. Das ist echt herrlich. Und so aus Holz. Und ich liebe das, wenn hier diese Säulen so im Raum sind. Aber es ist bestimmt auch kalt und schwer zu heizen. Aber dafür hat sie ja einen Kamin, oder? Hat sie einen Kamin? Ist sie ein Kamin? Nö, kein Kamin. Okay, das könnte hier doch kalt werden. Warte mal, hier ist was. Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Okay. Hm. Das Bild, die Größe stimmt. Welches Bild? Das dort? Ja, vermutlich. Wartet kurz, ich laufe hier kurz mal hinter. Was ist hier? Ist hier noch irgendwas? Nee, nur Bücher. Okay. Der Baron und seine Frau. Hm. Sie sehen glücklich aus. Was ist das? Ah, wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Hm. Schöne Videokamera. Der alte Schlingel. Der die aufgestellt hat. Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Aber ich verstehe es nicht. Hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. Irgendjemand hat den Kerzenleuchter hier in den Schrank geschlagen. Dann ist der Schaft hier eingebrochen. Und um das Loch zu verdecken, hat er das Bild abgenommen und über den Schrank gehangen. So habe ich es mir gerade zusammengereimt. Also war hier ein Kampf quasi und jemand hat ausgeholt und hat hier bam vor das Loch reingehauen. Okay, hat gerade was vibriert wieder. Dort. Tiefe Kerben. Geschlagen mit einem schweren Gegenstand. Okay, das hat man eben nicht gesehen, obwohl wir direkt daran vorbeigelaufen sind. Noch irgendwas? Ah, hier. Ach ja, jetzt sehen wir hier auch noch andere Sachen. Der Rest des Leuchters und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Weinflecken, ich dachte, das wäre aus Toussaint. Blut. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Ah, jetzt können wir wieder einem Geruch folgen, wenn ich ihn finde. Ah, durch die Tür natürlich. Überall nur Gesindel. Ich guck erstmal ganz kurz in diesen Raum noch. Mal hier noch was finden, bevor ich dem Geruch folge. Aber ich glaube, hier wird nichts sein, oder? Kurz mal im Kopf kratzen. Wo könnte hier die Lösung sein? Nee, hier ist nichts. Ah, hier können wir rein. Das Bett. Oh, hier war noch was. Ganz schön hässlich, die Puppe. Das ist eine, in die man Nadeln steckt, um jemandem weh zu tun. Ach so, eine Voodoo-Puppe. Gibt's hier also auch. Aber die heißen bestimmt nicht Voodoo-Puppen. Kommt ja aus Tahiti. Aus Tahiti. Aufnehmen, was noch? Nee, das ist bestimmt nicht wichtig. Okay, folgen wir mit dem Geruch. Hier ist nichts mehr. Aber, egal. Was hast du hier zu suchen, du Streuner? Ich könnte nämlich auch Ciris Zimmer untersuchen, aber... Mist, hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Na komm, da war doch gerade, das hatte ich doch gerade einen. Talisman. Fichtenholz. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Okay, warte mal. Wir können nämlich... Was? In Ciris Fußstapfen. Finde heraus, ob Ciri in Wehen befindet. Nee, geht nicht. Falsche Taste wieder mal. Typisch. Typisch! Genau. Habe ich noch eine Nebenquest? Verteidiger des Glaubens. Ciris Zimmer, das hier ist es nämlich, was ich machen wollte.
Vielleicht kann ich da nochmal schnell hin, weißt du? Das können wir ja schon mal noch nebenbei machen. Wenn wir schon mal hier sind. Ciri war also hier. Gucken wir mal, ob der die Wahrheit gesagt hat. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Die ihre Klamotten ausgezogen, einfach hier liegen gelassen. Und dann mal hier ein Kreisel. Oder so. Vielleicht hat Ciri ein die beiden. Achso. Spielzeug von Gretka. Vielleicht hat Ciri die beiden ja mitgenommen. Was glaube ich nicht. Ne? Erstmal Licht machen. Jetzt nehmen wir das Buch. Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von Bredewort. Wo hatte Ciri das her? Oh, ich soll das lesen? Das ganze Buch? Okay, lesen wir mal ein ganzes Buch. In 3 Wochen sind wir dann fertig. Inventar. Oder wie dick sind denn Bücher hier? Die natürliche Unklarheit von Flüchen. An meine liebe Freunde. Freunde Philipp und Anna von Graf La Guevra, Kulturminister des Königreichs Temerien, Vizima 1265. Wer da meint, dass sich in Flüchen ausschließlich die bösen Absichten eines Wesens einem anderen gegenüber manifestieren, der irrt sich gewaltig. So sind Berichte über unfreiwillige Verfluchungen der eigenen Person sowie von Objekten in der Umgebung erschreckend verbreitet. Die Konsequenzen sind schwer vorherzusagen. In vielen Fällen sind sie gravierend und können sogar den Tod desjenigen bedeuten, der vom Fluch getroffen wurde oder Zeit mit den verfluchten Objekten verbringt. Daher ist es so wichtig, möglichst sorgfältige Schutzmaßnahmen gegen Flüche zu treffen. Als absolutes Minimum empfiehlt Madame Amelia Vera Cru Leon Reinigung von allen negativen Gedanken, Anstreben von eins sein mit der Welt, erreichen von Harmonie zwischen Körper und Geist. Wenn es mehr nicht ist, warum sollte man dann überhaupt verflucht werden? Okay, scheint, vielleicht hat es was mit der Puppe zu tun, die wir gefunden haben. Eine Widmung für den Baron und seine Frau. Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Vizima. Oder vielleicht auch nicht. Kretka ist noch da. Die Frau und das Kind waren doch schon weg, bevor Ciri da war. Ach so, ja. Stimmt. Tötest du die Monster? Alle? Nö, kein einziges. Ich lass dich fressen von den Monstern. Was macht sie denn noch du hier? Du bist also Gretka. Genau. Und du bist Geralt. Woher weißt du das? Weil du weiße Haare hast und ein Medaillon, das wie ein Wolf aussieht. Ciri hat mir von dir erzählt. Was hat Ciri noch gesagt? Das Spielzeug habe ich in Ciris Zimmer gefunden. Ja, freuen wir uns erstmal mit dir an. Mein Kreisel? Wo hast du ihn her? Ich habe ihn in Ciris Zimmer gefunden. Gehört er dir? Ciri hat ihn für mich gemacht, als ich traurig war. Wir haben manchmal in ihrem Zimmer gespielt. Schade, dass sie gehen musste. Wir haben es geschafft. Stufe 4. Das war eigentlich das, was ich die ganze Zeit erreichen wollte, seit ich heute angefangen habe. Erfahrungspunkte 100. Fest abgeschlossen, Ciris Zimmer. Wir wissen jetzt, dass sie gegangen ist. Was hat Ciri noch gesagt, könnte ich aber trotzdem fragen. Du und Ciri habt wohl viel geredet. Oh ja. Hat sie gesagt, wo sie hin wollte oder was sie hier gesucht hat? Sie hat gesagt, dass sie nach dir und nach einer Zauberin sucht. Aber du bist hier, also hat sie dich wohl nicht gefunden. Ich frag mich, ob sie ihrem Freund geholfen hat. Welchem Freund? Ciri wollte einem Freund helfen? Weißt du, wer das war? Was meinst du mit wer? Ihr Freund? Sie sagte, er wäre in Schwierigkeiten und sie müsste ihn retten. Weißt du, wo Ciri ist? Weißt du, wo Ciri ist? Nein. Einmal habe ich ihr Frühstück gebracht und da war sie weg. Der Baron hat mir gesagt, dass sie gegangen ist. Hast du nicht gefragt, wo sie hin ist? Doch, aber er meinte, ich wäre zu klein und würde das nicht verstehen. Aber Ciri hat mir ein Geschenk dagelassen. Ein Geschenk? Ja, das hier. Ein grünen Stein. Ein richtig schönes Geschenk. Versteck ihn gut, zeig ihn keinem. Er ist sehr viel wert. Stimmt, Smaragd. Okay, mach's gut, kleines Mädchen. Danke, Gretka. Viel Spaß. Aber ich spiele nicht. Viel Spaß. Ich helfe. Ja, ja, natürlich. Schwalbe. Dornengestrüpp. Was ist denn jetzt mit ihr nicht in Ordnung? Jetzt hat sie wieder dieses typische, was Kinder da im Dorf so reden. Erzählt sie jetzt auch gerade.
Das hätte man noch anders machen können. So. Ja, ihr seid auch witzig. Findet die Hexe auf eigene Faust und befragt die Bewohner. Nee, wir machen jetzt die andere Aufgabe natürlich weiter, weil wir hier Frau und Kind finden. Nee, in Ziel. Nee, was ist denn das? Familienangelegenheiten ist es. Aber wir wissen jetzt, dass Ciri wieder gegangen ist, leider. Liegt hier was? Wichtiges? Ja. Ach, der ist oben. Na, er kommt schon wieder hoch. Mist. Mist, Mist, Mist. Hopp, 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 hopp. Nein. Na, Suche beendet? Weißt du etwas über dieses Amulett? Das ist, glaube ich, die wichtigste Frage, deswegen mache ich erstmal, ich habe eine Puppe gefunden. Ich habe in Tamaras Zimmer eine Puppe gefunden. Was kannst du mir darüber erzählen? Hä? Was kann denn an einer Puppe so interessant sein, Hexer? Sie wurde vielleicht für schwarze Magie benutzt. Wo hat Tamara sie her? Schwarze Magie? Bist du noch zu retten? Die hab ich gemacht. Wir waren in Vysima, als Tamara 4, 5 Winter zählte. Da sah sie die Zauberin Triss Merigold und wollte unbedingt eine Puppe haben, die genauso aussieht wie sie. Solche Sachen konnte ich mir damals nicht leisten, also habe ich ihr selber eine gemacht. Schön. Die Ähnlichkeit ist erstaunlich. Ich meine, Triss sehe anders aus. Das soll also Triss sein. Ja, jetzt sehe ich es. Seltsam. Sieht genau aus wie sie. Nicht wahr? Der Zahn der Zeit hat an ihr genagt, aber sie ist immer noch beeindruckend. Dann hast du ja was in der Hinterhand, wenn es mit Nilfgaard nicht läuft. Okay, in dem Zimmer sind Kampfspuren. Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht war ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort. Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? 3-mal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Der war bestimmt einfach betrunken und ist auf seine Frau und seine Tochter losgegangen. Und kann sich da nicht mehr dran erinnern jetzt. Und da wundert er sich, dass die am nächsten Tag weg sind. Idiot. So, jemand hat Wein auf dem Absatz verschüttet. Siehst du? Das war er. Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles soll. Ja, ja, natürlich. Du gibst deinen Männern Erbelüs? Oh, verdammt. Ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Siehst du? Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Weißt du etwas über dieses Amulett? Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig. Und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Ich muss mit dem Weideler reden. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt. Er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen. Nein, ich, oder meinst du, das ist wirklich da, wo die Ziege Prinzessin hieß? Oh, bitte nicht, bitte, bitte nicht. Okay. Geh mal mal gucken. Zum Weidela, aber ich dachte, das wäre eine Frau da, wo die Ziege Prinzessin hieß, dass da eine Frau war und kein Mann in der Hütte. Ich hatte es mir ja nicht genau angeguckt. Aber wir schauen einfach mal. Müsste man nicht einfach sagen, er ziegelt seine Ziege? Verstehst du? Ach, vergiss es. Du meinst, das ist ja mit der Ziege namens Prinzessin, ne? Wir werden es ja gleich sehen. Du hast Augen wie eine Katze. Fängst du auch Mäuse? Jetzt gucken wir erstmal. Na, Blötze.
Komm her. Ach. Jetzt muss ich mal aufsteigen, ist auch noch ein bisschen doof. Ist nicht wie bei GTA, dass man einfach den Knopf drückt und er steigt automatisch auf. Nein, man muss direkt neben dem Pferd stehen. Und dann musst du drücken. Ach gut. Los, los. Jetzt hat die Frage, wenn die wirklich abgehauen sind, ob ich dann die unterstütze, vermutlich. Oder ihnen die Wahrheit sage. Eher nicht. Dass sie vor ihm weggerannt sind. Aber vielleicht ist das auch falsch. Vielleicht denke ich mir das einfach falsch komplett. Vielleicht sind sie gar nicht vor ihm geflohen, sondern wurden wirklich von irgendjemandem angegriffen. Klar, wer nennt denn sonst eine Ziege Prinzessin? Ja, das stimmt auch wieder. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Die arme Ziege. Oh, diese, also das nervt ihr. Ernsthaft, einmal um das Ding laufen. Jetzt bin ich vom Weg abgekommen. Nein. Ist gerade übelst stürmisches Wetter, oder? Das hat man auch noch nicht, gell? Können wir uns auch mal kurz angucken. Also es ist wolkig und trotzdem noch so ein bisschen Mondschein. Ja, wird doch angezeigt. So. Also hier trotzdem noch Mond. Da, das sieht mega gut aus. Lauf, Plätze. Oh, hier war man nämlich schon. Das sind wieder die Deserteuren hier. Deserteure. Lauf mal bitte weiter. Die könnten wir jetzt vielleicht einfacher töten. Ach ja, und was ich auch machen wollte, das mache ich kurz, bevor ich es wieder vergesse. Wir haben jetzt noch einen weiteren Punkt. So, und jetzt will ich natürlich Täuschung eine Stufe höher machen. Warum geht das nicht? Ach so, hier geht es. Ach, nicht im Kampf, natürlich. Ich kann es nicht im Kampf machen, ich muss erst ein Stückchen weiter. Ist der Kampf jetzt vorbei, bitte? Ich glaube, jetzt ist der Kampf vorbei, oder? Musik kommt zwar immer noch. Nee, ist vorbei. Warte mal, ich will auch... Steht denn hier mal was, was das kann? Vitalität. Ah, habe ich dadurch mehr Leben? Also bedeutet das, dass ich einfach mehr Leben habe? Okay, das wollte ich nur mal wissen. So. Zack, jetzt können wir auch den Bauern nach der Hexe dann quasi befragen. Und vielleicht können wir auch die Geisterfrau töten, aber das bezweifle ich doch leicht. Bin kein Streuner. Was ist denn hier los? Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät! Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Erforderliche Täuschungsstufe 2. Na gut, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ich frage erstmal, was sie von ihm wollen, oder? Oder haut ab oder sterbt. Aber das sind schon so endgültige Antworten. Ich frage erstmal, was sie wollen. Was wollt ihr von ihm? Ihm geben, was er verdient. Und das wäre? Er hat geweissagt, dass irgendetwas Böses in Edriks Gedärmen nistet. Und Edrik haufenweise Vogelbeeren essen lassen. Seitdem kommt Edrik nicht mehr vom Topf. Und er hat lauter harte Pusteln gekriegt. Hört mal zu, ihr geht und ich heile Edrik, das sage ich mal. Ich brauche den Weideler aber lebendig. Wenn ihr ihn in Ruhe lasst, sage ich euch, wie ihr Edrik helfen könnt. Zur Hölle, für wen hältst du dich? Für einen Hexer. Einen Hexer? Hört ihr das? Entweder wimmelt es in Velen auf einmal nur so von Hexern, oder dieser Bastard hat unsere Jungs am Scheideweg erledigt. Was? Du wirst es nie lernen. Ach Mann, muss das denn sein jetzt? Arbeite doch im Auftrag von eurem Typen. So, mehr. Erstmal dich. Alter. Oh Mann, ey, das nervt. Dass sie mir immer so viel Schaden machen müssen, das ist unglaublich, das ist viel zu viel. Im Verhältnis zu dem, was ich an ihnen Schaden mache. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich noch keine passende Rüstung habe bisher. Ich habe immer noch die Rüstung vom Anfang. Sag ich doch. Verdammt! Ich werde langsam immer dunkler im Gesicht. Das liegt daran, dass hier das Licht langsam...
ausgeht, also die Sonne untergeht natürlich. Draußen wird es dunkel, deswegen bin ich auch dunkel. Nur damit ihr euch nicht wundert, aber ist ja auch nicht so schlimm. Ihr achtet eh lieber auf das Spiel als auf mich. Ich bin eher zweitrangig. Zweitrangig. Na los. Das liegt immer ein bisschen lange, das Spiel. Das muss ich mal so sagen. Gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht. So. Wir können ja wir können dann ja mal eine Pinkelpause machen, übrigens, so nach, wenn ich die hier erledigt habe, die Kollegen. Vielleicht kann ich sie einfach bezahlen, aber ich würde die schon töten eigentlich. Gehen mir nämlich auf den Sack, die Leute. Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät! So, kann ich mal springen? Zuerst dran. Ach, hier geht's. Ich bezahle euch, wenn ihr geht, haut ab oder sterbt. Nochmal denselben Dialog, ist ja jetzt auch Quatsch. Verpisst euch. Sofort. Reich will ich das sagen. Schon, heute gäb's keine Toten. Magier zahlen gut für Teile von seltenen Kreaturen. Was will wohl für seine Augen kriegen? Nichts. Was ich wohl aus euren Augen braunen kann. Regt mich auch auf, dass ich volles Leben habe und die mich trotzdem so damage mit ihrem scheiß Bogen. Siehst du? Alter Schwede. Erstmal den Bogentypen außer Schachmatt setzen. Boah, da treffen die mich wieder. Nein, nein. Ich muss erst die Bogentypen Schachmatt setzen und nicht da hinten in die Hausecke hüpfen, weil. Ungut. Oder ich bezahle sie einfach. Aber ich glaube, die lassen sich bestimmt auch nicht bezahlen. Und ich will mein Geld sparen. Ich brauche ja die Erfahrung durch die Kämpfe. Kriegt man überhaupt Erfahrung im Kampf? Eigentlich müsste man doch, oder? Also pro getötete Einheit, meine ich jetzt. Kann der Typ nicht springen, nur rollen? Ja, der kann... Nee, nicht... ja. Der kann nur rollen im Kampf. Der kann springen, natürlich kann der springen, aber nicht im Kampf. Halt! Was willst du? Mit dem... So, haut ab oder sterbt. Was wollt ihr von beiden da? Oder... Ach nee, ich will jetzt nicht noch versuchen, noch ein Level aufzusteigen, um das hier dann zu machen. Ist mir zu blöd. Ich bezahle euch, wenn ihr geht. Ich probiere das mal. Vielleicht werden wir uns einig. Wir handeln nicht, verdammte Scheiße. Ja, war klar. Wir wollen Rache, sonst nichts. Ich kann noch mal fragen, was wollt ihr von beiden? Ihm geben, was er verdient. Und das wäre. Er hat geweist, seitdem. Gab's da noch eine andere? Hört mal, er gibt. Ja, genau, ich heile Erik. Ich brauche den Weideler für einen Hexer. Einen Hexer? Hört ihr das? Entweder wimmelt es in Fehlern oder immer dasselbe. So von Hexern. Oder dieser Bastard hat unsere Jungs am Scheideweg erledigt. Okay, ich muss also gegen die kämpfen. Okay, wir müssen erstmal die Bogenschützen killen. Und die müssen sich mal ein bisschen auftrennen. Los, Plätze, hilf mir! Ich drück immer. Das ist mit dem Countern. Ach, wisst ihr was? Wir machen jetzt erstmal Pause. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Jetzt machen wir mal kurz. Wenn ich hier gerade nicht weiterkomme. Bringt es nichts, das jetzt auf Zwang zu versuchen. Okay.